So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen im Kapitel 3 von der neuen Team Go Rocket Spezialforschung, wo ich mir den Namen überhaupt nicht gemerkt habe, aber den sehen wir ja gleich. Wenn wir hier mal den Professor ins Gesicht drücken, los, auf die Nase, immer drauf. Und da ist er weg. Der hat nämlich, ja, ist egal. So, die Übernahme geht weiter. 3 von 6, wir sind angekommen. Setze sechs sehr effektive Ladeattacken in Arena-Kämpfen ein. Das ist ja unsere Lieblingsaufgabe, immer eine Arena suchen. Hier ist meistens alles tot. In Hibu, da können wir nichts machen. Hilfe, wir werden verfolgt! Gewinne 3 Superliga-Trainerkämpfe gegen einen anderen Trainer. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Siege 6 Team Go Rocket Rübel. Ihr seht, das dritte Kapitel ist sehr gewalttätig. Wir laufen aber jetzt einmal heim. Vielleicht kann ich ja die Heimarena bekämpfen. Im warmen, gemütlichen, mit Kakao und Bier. Wir suchen uns erstmal eine Arena und das werden wir schon machen. Denn ich muss ich wieder mit dem zweiten Account alles hochheilen, damit ich was habe, was ich angreifen kann. Weil hier mit Arena-Plan sitzen die meistens alle über Nacht und sind alle tot. Da haust du einmal drauf und das war's. Das wollen wir aber nicht, ne? Wir wollen so ein fettes Hytera haben, wo wir dann einfach draufhauen können. Das wäre nämlich super. Wir sehen uns aber gleich zu Hause wieder. Obwohl, da ist die Belichtung wieder scheiße. Ne, ich mach das draußen. So, wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt schon 3 Kämpfe gemacht. 3 haben wir noch und ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Wir sind jetzt wieder hier an den Stolperstein. Diesmal legen wir uns auf die andere Seite auf Lauer und ich habe da jetzt ein Riolu reingesetzt. Warum? Das seht ihr gleich und nicht wundern. Wir gehen erstmal in die Hocke. Zack. Gehen auf die Arena. Da seht ihr nämlich schön das Riolu. Das wollen wir jetzt bekämpfen. Und 3 Siege müssen wir noch machen. Es reicht ja nicht, wenn ihr die Attacke einsetzt. Ihr müsst den Kampf auch gewinnen. Beziehungsweise, kann sein, es reicht auch, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ihr 3-mal die Attacke einsetzt, dann zählt das nicht als 3-mal. Ihr müsst 3 verschiedene Kämpfe machen. Und wenn wir schon ein Riolu hier haben, möchten wir angreifen und nehmen dazu einfach mal Pichu. Da haben wir nämlich 2 mit Partyhut und noch ein paar mit Wollmütze. Jetzt denkt ihr, hä, das ist doch überhaupt nicht effektiv. Pichu ist doch Elektro. Elektro gegen Kampf. Das Besondere ist aber, die Pichu haben alle eine Fee-Attacke, nämlich Säuselstimme oder wie das heißt. Und damit hauen wir drauf. Ihr seht schon am Ladebalken unten, dass das kein Elektro ist. Ah, da hat es noch ganz knapp überlebt. Los, bring's um schnell! Toll. Es ist tot. Gut, wir haben aber noch das zweite. Mit dem machen wir es jetzt auf jeden Fall fertig. Da ist auch die 4 von 6. Klappt also. Wir müssen nur unser Pichu wiederbeleben. Oder wir probieren es einfach mit dem nächsten. Ne, wir probieren es nicht. Da habe ich eben schon alle 3 verloren. Wir beleben die einfach kurz. Geht ja fix. So. Dem einen geben wir nochmal einen Hypertrank obendrauf. Braucht es gar nicht. Das ist schon so. Also 5 von 6. So habe ich das die ganze Zeit gemacht. Ein bisschen tricky. Ihr setzt euch irgendein dummes Pokémon rein, nehmt ein anderes und greift es damit an. Nicht einfach immer mit den Großen auf die Kleinen, sondern wirklich mal mit den Kleinen auf die Kleinen. Passend dazu, dass er jetzt dieses Event ist, dieses Party-Event. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, der Eischlupf-Marathon. Und ihr eben Pichu mit Partyhut brüten könnt. Nehmen wir das hier natürlich auch mal für den Kampf. Ich verpasse immer den Moment, wo der angreifen will. Deswegen eigentlich sollte ich am besten mein Dings voll machen. Na, hätte ich es einfach voll gemacht und draufgehauen. Im Endeffekt schmeißt er mich nämlich jetzt hier raus und das war's. Also ich glaube, mit Ausweichen hat sich's nicht so viel. Einfach draufhauen, dann passt das besser. So, 5 von 6. Einen machen wir noch. Jetzt muss ich 2 Pichu heilen. Immer die toppe Leber drauf. Macht ihr das auch immer so? Schreibt es mal in die Kommentare. So, da passt noch alles. Und der letzte Kampf. Pichu gegen Riolu. Dann ist die Arena weiß. Und eigentlich brauchen wir uns nicht reinsetzen. Aber Arena weiß lassen gibt wieder Stress. Deswegen setzen wir uns natürlich rein. Ich hoffe damit,
gehe ich nicht gegen den Arena-Plan vor, aber die saßen ja alle schon 20 Stunden, 9 Stunden, dürfte also okay sein. Außerdem habe ich ja den Blauen rausgeworfen, da saß ja so ein böser Blauer drin. Zack, beim ersten Mal. Wie unterschiedlich das ist. Einmal verliere ich 3 Pokémon, einmal verliere ich gar keins, also pff. Da gehört immer ein bisschen Glück mit dazu. Wir kriechen jetzt mal hier weg, da kommt nämlich ein Auto und will mich über den Haufen fahren. Wir setzen uns hier rein mit einem W.A.U. mit einem Partyhut-Wampel. Passend einfach zum Event. Das Partyhut-Wampel reingesetzt. Gleich mal die Arena gedreht. So. Was brauchen wir jetzt noch? Superliga-Trainerkämpfe. Da werde ich vielleicht mal wieder in der Gruppe anfragen, ob jemand Bock hat auf einen. Den letzten. 2 werde ich wieder mit einem zweiten Account machen, um Zeit zu sparen. Und einen einfach dann aus der Gruppe heraus mit jemandem, der gerade Zeit hat. 6 Rocket Rübel, da melden wir uns einfach beim letzten. Weil wir müssen ja jetzt nicht alles zeigen. Das ist ja privat, ne? So, wir sind zurück beim letzten Rüpeln. Das Gute ist, wir müssen nicht mal die Wohnung verlassen. Ich habe mich jetzt einfach mal hier ans Fenster gehangen. Denn es ist einfach hier am Homespot ein Rüpel aufgetaucht. Den wollen wir jetzt mal mitnehmen. Aha. Dieser muskulöse Körper. Da haben wir natürlich wieder einen Kampftyp. Pokémon brauchen eigentlich Psycho. Ich hätte eigentlich direkt was nehmen wir denn? Ich hätte eigentlich direkt gleich Mewtwo nehmen können, aber ich nehme Mewtwo. Ich nehme einfach das, was drin ist. Das müsste ja immer noch vom Terrakium eigentlich die Moves haben. Das müsste alles noch eingestellt sein. Also nehmen wir Psycho gegen Kampf. Dann fehlt mir aber immer... Alter, warum haut er denn so rein bei mir? Nein, bring den um. Dann fehlt mir aber immer noch die 3 Superliga-Kämpfe. Vielleicht bleibe ich da auch zu Hause und frage einfach nochmal in der Gruppe rum, ob jemand spontan Zeit hat und Bock hat, die Superliga-Kämpfe zu machen. Die Attacke nehmen wir mit auf den zweiten. Da machen wir jetzt aber die Attacke und ich finde, Psycho ist das Schlimmste einfach von dem Minispiel, da die Kreise zu treffen. Da weiß ich immer überhaupt gar nicht, wie ich vorgehen muss. Ich drehe dann einfach wild im Kreis. Obwohl wild sah das nicht aus, es sah sehr gekonnt aus, trotzdem nur großartig. Und überleben wir das noch? Nein, wir fallen leider um. Wir nehmen jetzt das Shiny Mewtwo, machen den Rest 2-3 Mal drauf, dann ist es auch schon weg. So, wunderbar, ne? Was will man mehr? Die letzte Aufgabe von zu Hause aus gelöst, also den letzten Rocket Rüpel. 500 Sternenstaub. 733, ihr seht, da tut sich wirklich nichts, nicht viel zumindest. Deswegen bin ich immer froh, wenn mal die Spezialforschung kommt, dass ich wenigstens angetrieben, dass ich auf jeden Fall Rocket Stops mache, weil ich ansonsten einfach kaum welche mache. Ich verstehe immer noch nicht, wie manche da fast schon 2000 haben können. Ach komm, jetzt aff halt nicht rum. Kriegst du halt eine goldene, Bruder. Zack. Auf den Nüschel. Wir schreiben gleich mal in die Gruppe. Wir fragen mal, vielleicht hat ja der Gefer wieder Zeit. Oder es findet sich mal jemand anderes, der Bock hat, Kämpfe zu machen. Oh, Junge. Voll den Ball weggehauen mit dem Haken. Habt ihr das hier sehen? Vielleicht sollte ich trotzdem mal warten, bis er angegriffen hat und dann erst werfen. So. Einfach fabelhaft. Wenn er jetzt flieht, nehmen wir ihn in die Überblendung rein, dann wisst ihr nämlich nicht, ob er geflohen ist oder ob ich ihn gefangen habe. Toll, jetzt bleibt er natürlich drin. Dann fangen wir jetzt für die Überblendung einfach was anderes. So, melden uns dann gleich zurück, wenn wir die Kämpfe machen, beziehungsweise den letzten Kampf, denn die ersten 2 werde ich schnell hier fix mit einem zweiten Account machen. Ich alter Cheater. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ganz geschickt, wir haben natürlich in die Gruppe geschrieben und gefragt, ob jemand Zeit hat, fix, ich betone fix, für einen Superliga-Kampf. Und der Fischi sagt, ja, ich gehe eh gleich in die Stadt. Jetzt musste ich warten, bis er in die Stadt kommt, habe ewig dort gesessen. Jetzt bin ich auch noch zu spät gewesen, ne, und habe ihn hier stehen lassen. Nein, der Juli ist auch am Start, der hat sogar sein Team gewechselt, der ist jetzt Team Rot. Habt ihr auch schon mal euer Team gewechselt und 1000 Münzen ausgegeben? Schreibt es mal in die Kommentare.
Hier sitzen auch noch drei. Alter, da sitzt sogar ein Magnaien. Und da ist ein viertes Pikachu. Das sehe ich jetzt erst. 719. Gut, wir fliehen. Wir stellen euch jetzt aber mal hier ab. Wollen natürlich einen Superliga-Kampf machen gegen den Fischi. Der darf mir hier nicht in die Karten gucken. Ich stelle mich einfach so hin, das sieht keiner. Dann muss ich ja. Du musst eben meinen Code scannen. Stimmt, aber erst danach. Ich gucke nur mal kurz das eine Pikachu noch an. Hast du deinen Code schon drauf? Gleich. Oh. Ich habe auch Qualifikation. Der fängt immer noch Pikachu, ist der verrückt. Kämpfen. Trainer herausfordern. Jetzt kommt's. Gleich. Ist das der Pack? Mit dem Buddy? Weiß nicht. Sieht einfach aus wie schwarz. Schwarz? Ja, gib mir mal so einen Sonderbonbon. Ja, hier, warte. Hier ist ein Sonderbonbon. Bleibt dir ein Sonderbonbon. Wird mal ein Schlüssel sein. Weiter eins. Okay. Ja, ein Sonderbonbon. Ach, habt ihr das gesehen hier? Ein Sonderbonbon schon vor dem Kampf. Jetzt schicken wir mal hier. Antwort drauf. Wer das kennt? Bruder. Alter. Bei dir, Spiegel. So. Lass uns kämpfen. Jetzt geht's los. Er darf natürlich nicht sehen, was wir haben. Das gibt's erst nach dem Kampf, hoffe ich. Wir wählen unser Team. Wer eigentlich meinen Kanal verfolgt, der weiß sowieso, was ich für Pokémon immer nehme. In der Liga, also ist es eigentlich wurscht. Dann nehmen wir noch da, dann nehmen wir noch hier, was nehmen wir noch? Wir nehmen noch, was nehmen wir denn? Keine Ahnung, was wir nehmen. Wir nehmen mal was ganz Besonderes, ne? Ich glaube, wir müssen auch gar nicht gewinnen. Das ist ja das Besondere. Ich habe aber schon mal verloren und es hat trotzdem gezählt. Da war ich dann verwirrt und glücklich gleichzeitig. So, wir versuchen, grün gegen grün, wir versuchen natürlich schnell die Schilde rauszulocken. Ich habe meine 10 WP-Dinger reingetan. Oh, wieso das denn? Jetzt dachte ich, das wird hier ein harter Kampf, aber... Naja, 20 WP. Oh, der Fischi hat so viel Sonderbonbons jetzt gegessen, dass nur noch eins übrig war, da ist er glücklich, da braucht er... Dafür wartet man jetzt 10 Stunden, um so einen spannenden Kampf zu absolvieren. Gut, gewonnen, abgeschlossen, wunderbar. Tschüss! Fast doch durch den Tisch. Hey, jetzt haben wir sogar unser Dings gesteigert noch, ne? Das wusste ich nämlich gar nicht. Rennen schon seit 10 Jahren gemeinsam rum, aber sind noch nicht befreundet gewesen. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir fangen trotzdem jetzt noch das Magnaien. Wenn es schon hier sitzt, ne, ich habe doch schon 2 gemacht. Tja, deswegen, ich dachte, 3-mal werde ich dich nicht besiegen, weil du zu krass bist. Also versuche ich es 1-mal und dann lässt er mich noch gewinnen. Also, das wusste ich ja vorher nicht. Großartig, wir packen mal das Sonderbonbon aus. Oh, nimm 2 Likör zum Mitnehmen. Ja, dann kannst du dir mit Glück ein Glas draus machen. Da kann ich mir einen Teelöffel draus machen. Ja. So, pack euch mal in die Hose, nehme euch mal auf die Hand. Kapitel 3 also auch fertig. 1000, hier nochmal Sternstaub, 1500. 15 Superbälle, 5 Sananabären. Das war's mit Kapitel 3. Andere, die sind schon durch, die haben schon ihr hässliches Lavados abgeholt. Aber wenn man das alles immer filmen will, da wird man so ewig aufgehalten. Guckt es euch nochmal an, die 2 Ganoven, wie sie hier stehen und Sonderbonbons verschlingen. Ja, die sitzen. Gut, die Tüte ist jetzt, glaube ich, leer. Das war's aber von Kapitel 3. Wir sehen uns wieder in Kapitel 4. Da geht es ja dann, glaube ich, an die Rocket Leader, alle 3 besiegen. Das ist auf jeden Fall geil, da freue ich mich jedes Mal drauf. Vielleicht noch ein Shiny abgreifen. Kindwurm brauche ich eh noch 2 Stück. Also, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.